Liebe Rollstuhl-Basketball-Freunde, bei mir im Interview Tarik Chayo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Tarik, mir Rede und Antwort zu stehen. Ihr alle wisst, normalerweise beschäftigen wir uns eigentlich nicht mit dem Thema Behinderung an sich. Ich möchte dieses Mal dennoch aufgreifen, um einfach mal von dir zu hören, Tarik, wieso deine Geschichte ist. Du bist ja aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen, beziehungsweise geflüchtet, warst ein, wie soll ich jetzt sagen, Kriegsopfer. Aber lass uns doch einfach mal teilhaben an der Geschichte Tarik Chayo. Ja, sehr gerne. Hallo Martin, dann also danke da auch für die Einladung zum Interview. Dann also da bei mir ist das, wie du schon erwähnt, dann also ich bin dann als Ziviles dann oder Kollateralschaden dann also in des Bosnienkrieges. Ich bin damals 1992 dann als Kind mit 13 Jahren von mehreren Granatsplittern verletzt worden in der belagerten Stadt Sarajevo und ja, das waren innerhalb von die 2 Minuten sind da Mörsergranaten abgefeuert worden, also 16 Stück ich bin da von einen von den Granaten auch da getroffen worden, so dass ich dann wirklich dann stumpf beim Fliehen dann quasi da auf den Boden gefallen bin und konnte mich dann nicht mehr bewegen. Also das waren wirklich so sehr, sehr schlimme Momente dann also damals und ich meine, wird das schon sehr emotional bei sowas dann auch, denn aber ich denke, ich bin da auch einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen. Also so nehme ich das. Ja. Ich habe das Ganze überlebt. Das ist das Wichtigste dann auch. Dann ich habe wirklich dann also 6 richtige im Lotto gehabt, denn dass ich da die Möglichkeit bekam, dass ich als einer der schwerstverletzten Kinder aus belagerten Stadt evakuiert werden durfte. Ich bin damals mit meiner Mutter als Begleitperson dann nach Deutschland gekommen. Also wir wussten nur, dass es nach Deutschland geht. Dann also wo jetzt genau, dann also da konnte man da jetzt so gar nicht sagen. Dann also war einfach nur, meine Eltern mussten sich innerhalb von einer Woche müssen sich entscheiden. Entweder die lassen das Kind in die fremde Welt alleine oder eine der Begleitpersonen also dürfte mit. Und da hat sich dann also meine Mama dann also dafür da entschieden, dass sie mit mir nach Deutschland gekommen ist. Ja, man sagt ja immer, so philosophisch, alles im Leben hat einen Sinn. Jetzt mag sich das für dich ja erstmal ein bisschen komisch anhören, wenn man als 13-Jähriger im Krieg verletzt wird, jetzt eben im Rollstuhl sitzt. Kannst du dem Satz irgendwas abgewinnen, dass alles im Leben irgendwie einen Sinn hat? Also ich denke, da gibt es irgendetwas, dann also so ein es hat irgendwie einen Sinn, natürlich, denn also da, ob das, warum mir das passiert ist, denn also da, solche Dinge, da oder Gedanken kann man sich da machen und aber dem wird man ja so nie eine Antwort richtig darauf finden können. Ich meine, das ist eben so ein, ich sag mal, Schicksal, an was ich glaube, das ist vielleicht für mich auch, ich sag mal, so eine Versuchung, dann also, was mache ich denn aus meinem Leben dann? Also ich meine, mit Behinderung, ohne Behinderung, das ist ja jedem selbst überlassen. Mhm. Mich hat es getroffen. Also ich habe selber sicherlich dann wie die meisten Rollstuhlfahrer, die nicht jetzt durch einen Unfall oder durch irgendwas dann also Depressionen gehabt, dann also leichter Form davon. Aber ich habe irgendwann mal auch festgestellt, dass man einfach mal das Leben dann selber in die Hand packen muss dann also und das Beste draus machen und danach lebe ich auch. Also für mich ist der 13. Juli 92 quasi der zweite Geburtstag. Mhm. Ich habe das Ganze überlebt dann und versuche das Ganze jetzt das Beste draus zu machen. Bevor wir dann zum eigentlichen Thema, dem Basketball, kommen, noch eine abschließende Frage in diese Richtung. Jetzt bist du gekommen als Flüchtling auf die viele Leute heutzutage ja hier und da mal schimpfen. Heutzutage schreiten sich die Leute um Klopapier. Du bist hier in ein fremdes Land gekommen, konntest die Sprache nicht. Wie wirkt es dann auf dich, wenn sich Leute heutzutage über Nichtigkeiten irgendwie mokieren und beschweren? Ja, es ist mit Kopfschütteln dann auch so verbunden. Also ich meine, es ist Hungersnot ist das ja definitiv nicht, was wir dann also jetzt mit Coronavirus haben. Aber dass da die Leute wirklich so dann also dermaßen auf diese Ängste dann ausleben und dann auch wirklich denken dann also, dass sie jetzt mal Klopapier kaufen müssten, das ist schon ziemlich fremd auch für mich dann also. Ich meine, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Ich weiß, was es bedeutet, dann also zu hungern. Also ich habe es ja selber miterlebt dann auch dann, wo wir wirklich mal, also sag ich mal, eine halbe Handvoll dann Reis dann so also am Tage als Tagesration hatten. Also das ist ja etwas, solche Geschichten, die hat man ja nur mit älteren Menschen dann, also die aus dem Zweiten Weltkrieg und sowas dann, also dann das ja noch kennen. Oder kannten dann, also da tauscht man sich aus dann, also wie so ein Enkel und Opa und sowas dann, also aber solche Dinge kennt man ja hier so nicht. Wie kamst du dann zum Rollstuhlbasketball, Tarek? Rollstuhlbasketball kam mir, als ich dann hier in Deutschland war, dann also bin ich ja durch die Anne-Frank-Schule in Osnabrück, wo ich dann selber war, da kam es ja einfach mal so ein Schnupper-Basketball-Möglichkeit und da hatte ich mal Mini-Basketball-Turnier gespielt, wirklich auf diesen kleinen Körben. Ja. Und das war für mich dann so interessant durch einen Kollegen, den ich da kennengelernt habe, dann also auch auf dieser Schule, Patrick Respondek. Da sind wir beide dann irgendwie zu diesem, ja, zum Rollstuhlbasketball gekommen und da wurde ich dann nochmal, ja, so entdeckt dann, also ich habe selber Spaß gehabt und das hat mich getrieben, dann also Rollstuhlbasketball weiterzumachen. Ja, welchen Einfluss hatte Rollstuhlbasketball auf dein Leben? Also wenn ich mich mit Nationalspielern oder so unterhalte, die sagen, hey, ich bin ohne den Rollstuhlbasketball wäre ich nicht durch die Welt gekommen, er hat mir auch so viel gegeben, wie war das bei dir? Definitiv, das ist also etwas der Sport und auch diese Teamfähigkeit, dann also der Teamsport allgemein, das ist etwas, was einen verbindet dann, also man ist ja auch mit Gleichgesinnten dann auch zusammen, wo man sich austauschen kann, Erfahrung, dies, das und jenes, aber der Sport an sich, denn also das ist eine absolute Lebenserfüllung und das kann man wirklich so sagen, dass man da auch viele Dinge dann auch dann lernt, dann mit Behinderungen umzugehen, also man kommt durch die Welt, denn also so ohne Rollstuhlbasketball, da hätte ich das sicherlich nicht gehabt, also das möchte ich auch nicht missen, also deswegen für mich ist das schon also eine Genugtuung, dann also erstmal die Sprache gelernt zu haben hier und irgendwann war ich dann auch so, dass ich für das Team der deutschen Nationalmannschaft spielen durfte und das war wirklich das größte Ereignis überhaupt, denn also jemand, der als Flüchtling damals noch gekommen ist, denn also dann ist man da in dem Land, wo man alle Möglichkeiten bekommen hat, also sich fortzubilden, dann also die Schule zu machen, dann also die Sprache zu erlernen, dann das ist alles dann also, was ich denn jetzt von deutschen Staat bekommen habe und dann auch versuche, dann das gleich oder in der gleichen Art auch an die jungen Generationen in Deutschland auch weiterzugeben. Also ich bin quasi das absolute dann also Beispiel dann also der Integration in Deutschland. Was war so der schönste Moment in deinem Sportlerleben? Die deutsche Nationalhymne für mich dann also zum ersten Mal, als sie ging, dann also, dass ich selber so ein Wahnsinnsgefühl hatte, dann also, da spielte sich der Film von Kindheit dann also, da hat man das wirklich in so einem schnellen Überfluss und auf einmal steht man da, die Nationalhymne geht los dann und so und da ist ein riesen, also Stolz dann also, dass man etwas erreicht hat, was ja sonst nur wenige dann also die Möglichkeit dazu bekommen. Du arbeitest ja auch viel mit jungen Spielern. Was muss ein junger Spieler heutzutage mitbringen, um es wirklich in die deutsche Spitze, in die Weltspitze zu schaffen? In die Weltspitze, oh, das ist schon ein bisschen komplizierter dann, also, weil da gibt es wirklich, dann, also, man muss wirklich sehr viel und häufig trainieren. Also das ist irgendwie mal, also ich kenne ja nur solche Beispiele wie Björn Lohmann zum Beispiel, wo ich mit ihm dann zusammen in Münster noch war, dass wir dann auch wirklich mal die Kilometer gefahren sind, dann einfach mal zu zweit zu trainieren und Chairskills zu machen. Man muss da schon viel opfern und also Opfer bringen und Ehrgeiz gehört dazu und da sind ja viele, ich sag mal, harte Trainer, die dann auch immer sagen, dann auch so, ja, aber das ist der Lohn dafür. Man muss wirklich viel arbeiten, dann individuell wie auch dann also im Mannschaftstraining. Du trainierst ja auch den NRW-Landeskader. Ich hoffe, das stimmt noch. Ja, das stimmt noch. Dann also, wobei sich denn da auch tendenziell so ein bisschen die da was ändert. Dann also der Kollege dann also von BBC Münsterland, der Marcel Fedde, der ist derjenige, der das jetzt immer mehr übernimmt. Also ich bin ja jetzt mehr, dass ich mich da ein bisschen in das zweite Glied zurückziehe. Dann also Co-Trainer dann also mehr fungiere und werde oder unterstütze dann auch Marcel Fedde in der ganzen Administration mit dem
BSNW, mit dem Verband und so weiter, was die Abrechnung, die Organisation und so weiter angeht, Kommunikation und das. Mhm. Also Marcel wird das ja dann so, oder hat das jetzt auch schon so übernommen. Ich bin da jetzt nur auf dem Papier noch so der, der Head Coach, denn also der NW-Landeskader. Welchen Fingerabdruck hast du bei den jungen Spielern hinterlassen? Was war dir immer wichtig, wenn du mit jungen Spielern zusammengearbeitet hast oder auch heute noch tust? Disziplin und auch wirklich den, also diese kleinen Tipps, denn also, die man als Trainer jemandem mal mitgibt, denn also, dass man das ja beherzigt, denn also, und dann auch versucht, nicht zu viele Dinge auf einmal im Training dann also zu machen, sondern man nimmt sich dann also einfach maximal eine oder zwei Einheiten oder so Elemente dann also, die im Training, sag ich mal, ganz wichtig sind. Sei es dann jetzt, ich möchte heute alle Korbleger reinmachen oder ich lasse jetzt einfach mal in der Defense nicht so viel Abstand da so zum Gegenspieler oder so am Stuhl, dass ich da einfach mal gut dastehe dann auch. Mhm. Ich kann nicht alles auf einmal, aber wenn ich dann wirklich maximal ein, zwei Elemente mir nehme, also zur Trainingseinheit, wo ich da was verbessern will, also das kann ich wirklich den Jungs dann einmal so mal mitgeben. Und die meisten, die mich kennen, also die wissen das auch. Mhm. Wer ist so für dich aktuell der kompletteste Spieler oder die kompletteste Spielerin, wo du sagst, hey, wenn ich den sehe im Spiel oder im Training, das ist für mich so wirklich top Rollstuhl-Basketballer oder Rollstuhl-Basketballerin? Von den Junioren eher oder sowohl als auch. Sowohl als auch. Der kompletteste Spieler von den Deutschen ist für mich dann also so in dem Middlepoint-Bereich, dann also das sind ja dann also die, so jemand also wie ja Thomas Böhme definitiv, das sind für mich dann also über Dirk Pasewan, ich denke, da brauche ich nicht viel zu sprechen, denn also das ist schon eine Rakete seit 20 Jahren, seitdem ich da im Rollstuhlbasketball bin, ist er immer irgendwie mit dabei, aber da sind so die drei dann also, die jetzt auch von den deutschen Nationalspielern so sind. Von den Junioren her, wer mir wirklich gut gefällt, dann also, wer auch wirklich gutes Potenzial hat, dann also, wo ich sehr viel auch dann also sehe, dann um Fortschritte, ist ja auch bei Julian Lammering von BBC Münsterland, also der ist definitiv jemand, also der als Nachwuchs kommen will, der Junge ist willig denn, also der will wirklich dazulernen, also nimmt sich dann also viele Dinge dann also an, was man ihm da so erzählt. Paul Jachmich, definitiv auch einer, der Potenzial hat, dann also wirklich dann also einer von den Nachwuchsspielern so großer zu werden. Müsste allerdings so ein bisschen mehr noch so Eigeninitiative dann in Sachen Kommunikation und sowas auf dem Spielfeld dann so mit übernehmen. Du bist sonst eins, ja. Von den Mädels, wenn du das ja dann auch wissen willst, dann also definitiv für mich dann also da gibt es nur im Juniorenball ist der Lisa definitiv diejenige, dann Bergenthal, also das die absolute Spielerin, also bei den Junioren, die für mich dann also wirklich einen Eindruck hinterlassen hat. Mhm. Tarik, du bist ja ins zweite Glied gerückt, sage ich mal, in Raden, hast ja mehrere Jahre auch dort gespielt. Wie hast du die Entwicklung jetzt wahrgenommen bei den Baskets? Ja, die Entwicklung sieht man. Also das hat sich stetig dann immer nach oben verbessert. Man sieht ja, wie das Ganze von damals von der Regionalliga im unteren Bereich dann also wie das immer peu à peu langsam vorangegangen ist. Denn also damals hat sich dann nach Raden von ersten Bundesliga ASV Bonn, die immer in den Top 3 waren oder Top 4, sage ich mal, kommt man ja, sag ich mal, ein Regionalliga-Team denn da so und viele haben gesagt, was will ich denn, also was soll er denn da? Mhm. Aber für mich war das einfach mal eine Möglichkeit, auch mal in einem Team dann etwas aufzubauen, also wo ich da mit vielen regionalen Spielern dann auch dann, sag ich mal, einen guten Basketballer so in der Gegend dann etablieren wollte. Mhm. Tarik, wie jedem Interviewgast möchte ich auch dir die Möglichkeit einräumen, jetzt gerade zum Ende des Gesprächs nochmal Danke zu sagen an die Menschen, die dir am Herzen liegen, die dich begleiten und auch begleitet haben. Von daher möchte ich gerne dir das Wort übergeben. Die letzten Zeilen gehören dir.
Ja, ich möchte mich dann auch für bei allen bedanken, die mich kennen, also die über die Jahre dann auch so dann beim Basketball mit begleitet und die wir uns verstehen. Also ich könnte jetzt auch wirklich nicht alle einzelnen Namen dann also erwähnen, aber alle, die mit mir auch bei Facebook oder sonst wo dann Kontakt haben. Also Rollstuhl Basketball ist eine Top-Sache dann also. Ich habe vielen Menschen dann also, sei es in der Führungsebene, in der Bundesliga dann also dann auch mal, kann ich auch selber nur Danke sagen. Also Rollstuhl Basketball ist Sportart und wir werden alles dafür tun, dass wir wirklich guten Basketball auch in Deutschland weiterhin beibehalten. Vielen Dank. Ich danke dir auch für deine Zeit. Du und deine Frau bleibt bitte gesund und du möglichst lang dem Rollstuhl Basketball in welcher Form auch immer erhalten. Ich danke dir. Vielen Dank, Martin.